Die müssen wir auch mal langsam zusammenschrauben, nicht dass unser Teil noch irgendwie umkippt oder sowas. So. Also theoretisch müsste das Ding jetzt hier gleich grün leuchten. Aber ich glaube, das leuchtet nicht grün, weil wir keinen Strom haben. Ohne Strom geht hier natürlich ebenfalls überhaupt nichts. Ja, komm, hier drüber. Ich möchte jetzt hier erstmal ein bisschen den Kleinkram weiterschrauben. So. Und ich baue hier auch nochmal ein bisschen Stahlrohre klein. Was brauchen wir hier noch für dich? Metallgerüste, Stahlrohre groß. Stahlrohre klein und groß, genau. Oh, Metallgerüste. So, was ist denn das hier? Ach ja. Hier ist ja auch noch ein bisschen was zum Bauen. Puh. Gut, dann haben wir das dran geschraubt. Was brauchen wir als nächstes? Hier fehlt auch noch ein bisschen was. Anzeigen und Panzerglas. Dann holen wir uns noch mal kurz Anzeigen und Panzerglas an Land. Dann haben wir das Cockpit auch fertig. Panzerglas, Anzeigen. Oh nö, die muss ich glaube ich erst aus dem großen Schiff wiederholen. Ja, aus dem Hauptcontainer. Gut, dann nehmen wir doch eher die guten Dinger mit. Die Motoren brauchen wir ja nicht mehr. Dann nehmen wir noch große Stahlrohre mit. Die brauchen wir auch nicht mehr. Und für den Rest nehmen wir hier noch ein paar kleine Stahlrohre. Achso, das war gar keine Stahlrohre. Wo haben wir die? Ach nö, dafür müssen wir auch ins große. Verdammt, wie schlecht sind wir hier gerade ausgestattet. Gibt's ja gar nicht. Frechheit! So, dann wollen wir mal kurz rüber. Kurz den Helm anlegen, Tür zu, zack, und rüber zum Raumstation, um uns ein paar Stahlrohre zu holen. So. Herrlich. Klatsch, Tür wieder zu, Tür auf, wusch, da wird man zurückgedrückt durch den randströmenden Sauerstoff. Und ab geht die Post. So, erstes Stück fertig. Sehr, sehr schön. Unser kleiner Gleiter hier. Wieder ein Stück fertiggestellt. Der Reaktor. Oh, hier finden wir große Stahlrohre. Die habe ich natürlich gerade alle in die Triebwerke gehauen. Dann brauchen wir hier noch die Metallgerüste natürlich. Ah, hier fehlen. Ach ja, Anzeigen fehlen uns ja auch noch. Fehlt uns hier noch irgendwas? Hier noch irgendwas? Nö, nö. Das fehlt uns hier. Hier fehlt uns nichts. Was ist hier mit der Boje? Ah ja, die kleinen Stahlrohre. Tock. So, dann ist auch die Boje jetzt fertig. Das Ding haben wir auch dran. Wundervoll. Dann können wir sogar bald schon unseren ersten Flug damit wagen. Wie gesagt, sieht ein bisschen komisch aus, das Ding. Hey. Die Tür zieht mich einfach wieder zurück. Die Anzeigen haben noch gefehlt. So, dann nehmen wir doch gleich. Ach, hier sind 99, die nehmen wir gleich mit. Und wir nehmen auch gleich den, noch ein paar mehr mit. Für den Fall, dass wir noch ein paar mehr brauchen, was wir auch definitiv tun werden. So. Hui.
Und Anzeige ist drin. Das Cockpit. Dem Cockpit fehlt noch Panzerglas. So, was waren das noch? Stahlrohre groß. Genau. Dann wollen wir mal noch Stahlrohre ranholen. Hui. Ja, der Grund, warum ich mich hier so bewegen kann, ist natürlich, wir haben hier zwei Schwerkraftgeneratoren, die dafür zuständig sind, dass wir uns auf diesem wunderschönen Häufchen Elend fortbewegen können. Nebenbei, dieses Schiff hat immer noch keinen Namen. Wir haben da so eine Art Content am Laufen, also nein, so ein Contest am Laufen. Ihr könnt uns unter den Videos auf YouTube, könnt ihr uns Kommentare liefern, wie dieses Schiff denn heißen soll. Und die besten Kommentare landen dann in der Vorentscheidung und wir wollen dann halt eben vielleicht auch ein paar Zuschauer hier in den in das Spiel reinlassen. Ach, hier sind auf jeden Fall auch noch Anzeigen. Die uns dann auch ein bisschen mitbegleiten können. Auf dem Weg zum Mars. So, Reaktorkomponenten brauchen wir auch. So, Reaktor ist fertig. Großer Frachtraum ist fertig. Das gesamte Schiff ist also eigentlich einsatzbereit. Jetzt will ich mal schauen, ob das Ganze auch so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Zack, zack. Dafür brauche ich unglaublich viel Eis. Das nehme ich mal hier direkt mit. So. Eis kann gleich rein. Oh, lol. Ich bin so ein Genie. Okay, so viel zum Thema geniale Ideen. Ich habe natürlich genau zwischen den Sauerstofftank und unserem Frachtraum einfach mal kurz eine Stange durchgeschoben. Das heißt, es gibt gar nicht die Möglichkeit, dass ich hier gerade das Ding befülle. Das heißt also, ich muss hier erstmal wieder einen kleinen, mindestens einen kleinen Connector und hier auch. Ja, und da fehlen mir die Panzerung zu. Sehr, sehr stark. Ey, ich bin so gut, Alter. Ich bin so gut. Also dann brauche ich auch wieder Motoren und ich brauche noch Herstellungskomponente. So, ich glaube, das ist so das, was ich hauptsächlich dafür brauche, ne? Ja, genau. Das gleiche machen wir noch auf der Seite hier. So, ich lege hier lieber zwei Förderbänder ran. Warum? Also ich habe auch super mit Symmetrien gearbeitet, wenn ich mir das so angucke. Das ist der Wahnsinn. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich packe den ganzen Kram hier mal schnell rein. So. Und muss hier mal ein bisschen was abschrauben. Es kommt davon, wenn man einfach mal so schnell rumarbeitet. Na toll, das heißt, dann die kleinen Dinger hier abschrauben. Oh, Ärgernis. Mal gucken, was uns gleich in Löcher in den Boden rammt. Oh, das war aber gefährlich hier. Okay, ich versuche jetzt mal ein bisschen schneller zu arbeiten. Das heißt natürlich auch, dass ich andere Werkzeuge brauche, weil das geht mir langsam selber ein bisschen auf den Zeiger. Man kann nämlich auch noch andere verbesserte Werkzeuge mit sich mitführen. So, und so. So, jetzt geht das Abbauen und Zusammenschrauben auch um einiges schneller. Aha, ich habe einfach nur Zeit geschindet. Dong, dong, dong. Dong, 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 dong.
Wurf. So, das hat sicherlich hier Schaden verursacht. Ja. So, die ganzen Gegenstände können zum Glück hier in das kleine Lager rein. Achso, ich könnte auch meinen Helm abnehmen. So. So. Achso, toll, jetzt habe ich die Gegenstände auch noch mit reingepackt. So, zack, 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 zack. Und zack. So, jetzt kann ich, genau, hier den kleinen Freund dran packen. Hier dann, zack, und mit der 8. Ich habe mich nämlich schon die ganze Zeit gewundert, warum das so komisch aussah an der Stelle. So, und der große Tank. Dann habe ich hier. Und da fehlen mir jetzt die Stahlplatten für, na klar. So, besser. Und zusammenschrauben, so gut es geht. Klappt hier gerade nicht. Genau, das Ding mal kurz abbauen. Dafür dann das gute Ding hier dran. Oha, jetzt ist meine Energie noch niedrig. Aber das ist nicht so schlimm. Da gibt es Schlimmeres. Die Stahlrohre fehlen hier noch. Achso, das sind jetzt die großen Stahlrohre, die fehlen. Na gut, dann baue ich jetzt erstmal die kleinen Triebwerke hier dran, beziehungsweise einmal das große Triebwerk wieder. Klack. Mit den kleinen Triebwerken. Plock. Und hierhin. Plack. Dahin. Und dahin. So. Die haben wir. Dann brauchen wir natürlich noch oben wieder den kleinen Verbinder. Unten auch. Und die Gegenschubtriebwerke dürfen natürlich auch nicht fehlen. Eins, zwei. So, jetzt fehlen mir wieder ganz viele Materialien. Ich finde noch Computer. Oh, weia. Es geht schon los. Es geht los. Meine Hände knacken. Genau, Computer brauchen wir noch. Theoretisch. Warum fehlen jetzt die Herstellung? Aha. Darum fehlen auch die Herstellungskomponenten. Hier fehlen jetzt auch noch welche. Es fehlen jetzt ganz viele Herstellungskomponenten. Aber das waren auch echt viele, die man da drauf bauen musste. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Jetzt fehlen hier Stahlplatten. Ah ja, na klar. Und sind auf jeden Fall ein paar Stahlplatten kaputt gegangen, bin mir ziemlich sicher. Dadurch, dass die Stahlplatten hier gerade eben auf den Boden geknallt sind. Bauen wir aber trotzdem hier nochmal die anderen erstmal weiter.
hier. Da. Dahin und genau die hier jetzt noch. Jetzt fehlen uns nur noch ein paar Kleinigkeiten. Wie habe ich die jetzt fertig bekommen? So, hier fehlen uns jetzt noch Stahlplatten, Stahlrohre und ein Metallgerüst. Ach so, ganz fertig war ich hier anscheinend noch gar nicht. Ich weiß nicht, was ich über den Namen denke. Also, ich habe echt noch null Plan, wie das gute Ding hier irgendwann mal heißen soll. So, Metallgerüste fehlen noch. Dann wollen wir uns mal Metallgerüste holen. Facecam. Ich bin kein Freund von Facecams, muss ich gestehen. Das ist so ein neumodisches Ding. Und ja, ich weiß nicht. Ich bin nicht so fotogen und so weiter. Deswegen lasse ich das einfach mit den Facecams. Ich will euch einfach. Ich möchte auch nicht, dass euch irgendwie hier mal der Monitor zerspringt oder so, nur weil ihr meinen Stream anguckt. Also das wäre mir unheimlich peinlich und die Rechnung möchte ich einfach nicht tragen. Darum keine Facecam. Tut mir leid. So. Irgendwas fehlt hier noch. Genau. Eis fehlte noch. Ach ne, Eis haben wir schon drin. Uns fehlt noch Saft. Und wo kriegen wir Saft? Wir kriegen Saft aus dem Reaktorraum, indem wir uns einfach mal an einem der Reaktoren vergreifen. Ja, so 500 ist gut. Oh, nee, ich wollte. Hier kommt man in den Computerraum, hier oben. Wir wollen aber zurück in den Hangar. Das mit dem Energy Low ist nicht so schlimm. Das kann man eigentlich nahezu ignorieren. So. Oh, falsche Richtung. Warum geht das nicht? I don't get it. Get it. Ist aber nicht schlimm. Dann baue ich diesen Reaktor hier ab. Und baue den großen Reaktor einfach so rum dran. Dann mache ich das Ganze hier zwar ein bisschen komplizierter, aber ich komme jetzt hier an den an den Innenraum vom Reaktor. Und zack, wir haben Saft. Moment, da hinten passt irgendwas nicht. Ah ja, ich sehe schon, was hier nicht passt. Interne Panzerung, Herstellungskomponente, Motoren. So, interne Panzerung, Motoren, Herstellungskomponente. Da. Und wir sehen schon, die Triebwerke laufen schon. Dann würde ich mal sagen, Helm anziehen und das Hangartor öffnen und den ersten Testflug wagen. Ich bin so gespannt, wie das Ding funktionieren wird. Ab ins Cockpit. Da sind die Türen zugegangen. So sieht das gute Ding aus. Oh, ich probiere es jetzt einfach. Am P.
rechts fliegt. Oh, das ist aber echt krass, wie sich das Ding. Also das mit dem Drehen funktioniert nicht so gut, muss ich gestehen. Aber dafür das Drehen, das wundert mich jetzt ein bisschen, warum das mit dem Drehen nicht so gut klappt. So, und theoretisch müsste jetzt gleich. Da geht's auf. Wundervoll. Puh, also man kann echt nicht echt sagen, was man will. Ah, jetzt funktioniert das mit dem Drehen hier auch besser. Komisch. Ah, jetzt geht's wieder. Ganz seltsam. Gut, damit, wuhu, danke fürs Subben und so. Nicht schlecht. Unser kleiner Gleiter, unser erster Gleiter hier ist am Start. Den parke ich dann auch gleich mal direkt unterm Raumschiff. Unter unserem Mercedes-Benz hier von Ash. No! Olle Lex! Puh. Also. Huiuiui. Nein, eigentlich ist das Ding hier noch gar nicht fertig, fällt mir gerade auf. So, ganz langsam absetzen. Klack. Und wir stehen. So, damit wir hier schön Energie sparen und so weiter, werde ich die Triebwerke natürlich Triebwerke nennen. Und werde denen auch eine eigene Gruppe gönnen hier, die ich dann hier ranpacken kann. So, das heißt, ich kann jetzt die Triebwerke an- und ausmachen. So. Genau. Eine Sache fehlt hier noch, wie ich schon gesagt habe. Und zwar hatte ich, sollte das Ding ja zum Transportieren. Ach ja, Mist. Zum Transportieren von Raumschiffen gedacht sein. Und ich weiß auch schon, was ich, wie ich das hinbekomme. So. Erstmal wieder anmachen, das Ding. Boop. Ganz kurz hier weg. So. Wieder ein bisschen ablassen. Plock. Triebwerke aus. Aussteigen. Puh. Na los, auf. Nebenbei, mir gefällt das irgendwie nicht mit dem Sound. Der ist irgendwie ein bisschen leise. So, schon besser. Oh yeah. So, wir sind auf Gelb. Jeden Augenblick müssten die Türe wieder aufgehen können. Genau, ich brauche auf jeden Fall Stahlplatten. Ich muss mal ganz kurz gucken. Davon brauche ich auch noch welche. So, was brauche ich denn, um die Dinger zu bauen? Ich hatte hier doch gerade eben noch irgendwas. Wollte ich denn jetzt her? Da, kleines Fahrwerk. Stahlrohr, Motor, Stahlrohr. Stahlplatte, Motor, Stahlrohr, Herstellungskomponente. Na, das ist gut. Oh, sind immer noch nicht offen. Ah, jetzt sind wir offen. So, auf jeden Fall. Ja, genau das. Plus noch ein paar davon dazu. Und noch ein paar davon dazu. So. Wie gesagt, das Raumschiff hat ja einen Zweck zu erfüllen. Und darum werde ich jetzt hier unten etwas voll Seltsames machen. Ich werde hier genau diese Teile dran bauen.
Soll ich die Musik wieder leiser schalten oder was? So. Ich kann die auch wieder leiser. Ich bin mir immer noch nicht so sicher bei der Gesamtlautstärke, ob das so richtig gut ist. So. Wir haben hier oben ja noch unsere Ash-Kutsche, wie gesagt. Oh. Was ist denn hier passiert? Oben, unten. Vorne, oben, unten, vorne, oben, unten. Moment mal. Seltsam. Warum sind hier oben kleine Triebwerke? Ich raff das gerade nicht. Ich finde das unheimlich, aber macht mir hier nicht den Anschein. Es macht mir hier gerade auch nicht den Anschein, dass das hier fehlen würde. Okay. Der Reaktor hier ist aus. Das ist gut zu wissen. Denn darum geht es eigentlich im Endeffekt. Großen Reaktor anschalten. So. Na, was geht denn jetzt? Da, Fug? Okay. Ja, warum auch immer. Dann schalten wir die halt eben auch mit an. Was ist das denn jetzt schon wieder für eine Spielerei? Check das hier jetzt gerade überhaupt nicht. Also das dürfte eigentlich nicht passieren. Genauso wenig wie das. Aus, 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 aus. An. Ja, das ist witzig. Irgendwie nicht. Okay, dann mache ich was anderes. Ich teste das auf eine. Ja, doch, ich teste das auf eine dramatische Art und Weise. Das wird gefährlich. Das kann ich jetzt schon sagen. Das wird echt gefährlich. Dann kann ich diesen Test auch gleich mal. Das mache ich jetzt. Ich fliege jetzt erstmal wieder runter zur Erde. Glock. Glock. Und die Leute im Stream dürfen mir natürlich dabei sehr gerne zuschauen. Der Rest. Ich muss leider ein bisschen warten. Bis ich wieder oben bin. Denn das wird äußerst tricky, was ich hier machen werde. Und zwar werde ich mir nochmal ein Raumschiff ranholen, welches unten auf der Erde zu finden ist. Plack. Dafür werde ich mir dann jetzt erstmal. Oh, so. Werde ich mir erstmal hier ein bisschen Luft ranholen. Was zum? Ah, geht doch. Einmal bitte auf die Erde geschaut und ab
Abstand reicht noch. Ja, ich fliege noch mal ein Stück weiter weg. So.